Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Die Schlacht beginnt. Heute mal bei der Schlacht, die beginnt, die Des Moines und den lass mich nichts Falsches sagen, JB Saber, so in etwa würde ich ihn jetzt mal aussprechen, hat das Ganze hier hochgeladen und ich habe es mir einfach gezogen, denn ich habe keine Replays mehr vom aktuellen Patch. Also wer da was hat und sagt, yo, das ist nice, einfach her zu mir, ich würde mich sehr freuen. Aber dann schauen wir doch mal, was er hier so reißen kann. Er ist auf jeden Fall mal alleine, stellt sich hier jetzt in den Rauch und hier jetzt mit dem Radar geht es jetzt auf die Yogomo. Und die Yogomo, die glaube ich, die dachte sich da, hoppala, wo habe ich denn da jetzt mich rein verirrt? Das ist aber hier nicht so der Plan gewesen. Des Moines halt einfach ein absolutes Monster, was Zerstören angeht. Anders kann man es nicht sagen. Mittlerweile schon 13.500 Damage, aber er ist jetzt gut bedient, da jetzt aus dem Nebel zu fahren, denn die Torpedos sind klar, die gehen in den Rauch rein. Und da sollte man eben auch nicht zu lange drin verweilen. Die Des Moines, die dachte sich bis gerade eben auch, die steht da super, aber falsch gedacht. Und zack, durch den Brand hat er hier die Yogomo noch zerstören können. Da hat sie keine Chance gehabt am Ende des Tages. Ja, und bewahrheitet sich immer mal wieder die Des Moines einfach ein Zerstörerschreck. Wir sehen, der Gegner, der denkt sich, aha, Des Moines, dich mein Schnuckelchen, dich hole ich mir. Da geht nämlich einiges in seine Richtung und er heilt sich jetzt und will unbedingt hier mal vor dem Gegner wegkommen. Zumo, da würde jetzt natürlich gerne auch einen Brand mal vielleicht drauf bekommen. Ja, kaum sage ich es, sind schon zwei am Start. Mal schauen, ob er den sofort löscht. Denn zwei Brandherde sind da in der Tat sehr unangenehm. Aber nee, der tickt mal weiter. Und wir sehen, fast jeder Tick 1000 Damage. Und nochmal ein Brandherd. Holla die Waldfee. Ich denke mal, die Zumo hat jetzt da mal gehöriges Problem. Aber wir sehen weiterhin der Brand aktiv. Auch jetzt immer noch der Brand am Start. Also die Izumo hat da richtig federn lassen müssen. Ich muss aufpassen, dass er hier nicht die Insel anfährt. Aber man sieht schon auf der Minimap, er lenkt gegen
Dementsprechend auch da kein weiteres Problem. Und schon wieder der nächste Brand. Und auch der ist nach wie vor am Lodern. Aber diesmal war es das jetzt mit Brand. Schon fast die 100.000 Damage geknackt. Viel fehlt da jetzt nicht mehr. Jetzt sollte sie aber gleich auch geknackt haben. Unser Sieg ist in Sicht. So, jetzt hat er endlich die 100.000 Damage Marke geknackt und die Zumo, das arme Mäuschen, schon wieder am Brennen. Ja, ich denke mal, jetzt ist es dann aber auch gleich Schicht im Schacht. Da hat es jetzt nicht mehr wirklich Chancen, denn die Demoin ist da einfach zu erbarmungslos. Und das Thema sollte gleich erledigt sein, auch wenn sie sich dann noch versucht gegenzuheilen. Aber 2.000 Hitpoints ist einfach kaum mehr was. So, wir sehen, jetzt hat er noch 1800. Klar, die Heilung ist am Start, aber die Granaten, die sind einfach böse. Und jetzt war es da auch mit dem Brandstift. Der geht die Izumo da jetzt auf die Weltmeere oder auf den Boden der Tatsachen wird sie da geschickt. So ist besser. So ist ein guter Satz. Er weicht hier jetzt auch gut aus. Unser Sieg ist in Sicht. So, jetzt dreht er da fast in die Hand ein. Muss also jetzt hier verlangsamen, dass er da jetzt sich aufläuft, aber kann dann gleich wieder reingehen. Das Game selber ist nach wie vor sehr, sehr knapp. Sein Team ein Schiff weniger, dafür aber drei Caps zu einem. Also man kann da noch nicht wirklich von der Tendenz so richtig sprechen. Und auch die Bismarck leidet jetzt direkt unter den Hits, die sie da bekommt. Auf jeden Fall muss da auch was passieren, denn die zahlenmäßige Führung mit mittlerweile zwei Schiffen, die muss jetzt zunichte gemacht werden.
Ja, und da jetzt zwei Brände. Die Torps schauen gut aus. Läuft jetzt da auch auf Land auf. Ja, das sollte jetzt sich gleich erledigt haben für die Bismarck. Und genauso ist es auch. Denn die Fletcher hat sie da mit dem Torpedo rausgenommen. Montana da jetzt aus sehr weiter Entfernung, aber auch die probiert es natürlich. ...188.000 Schaden mittlerweile auf der Uhr. Und auch wenn sie hier nach wie vor schiffsmäßig, zahlenmäßig unterlegen sind, aber mit diesen drei Caps, da fährt der Gegner aktuell einfach nach wie vor der Runde hinterher. Und sie gehen auch nicht für die anderen Cops, also jetzt keiner, der jetzt hier wirklich den B-Cap oder den C-Cap attackiert. Nein, die sind nach wie vor alle nur auf Damage machen und den Gegner versenken ausgelegt. Und dementsprechend ist die Runde auch nicht mehr allzu lang. Denn wir brauchen nur noch 65 Tickets und dann war es das nämlich auch schon. Und er hat mittlerweile seine 200.000 Damage-Marke geknackt. Und da kommt jetzt auch noch eine Bismarck daher. Also wie gesagt, der Gegner hat es hier schlecht ausgespielt, muss man einfach sagen. Denn auch wenn der Gegner hier sich vermeintlich jetzt gut geschlagen hat von den Schiffen her, aber das war es einfach nicht, dass sie hier für die Caps nicht gegangen sind. Und das ist einfach doch dann am Ende des Tages essentiell wichtig und er bleibt einfach weiter hier auf dem Gegner drauf. Ja, damit sage ich schon mal vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Bis zum nächsten Mal. Schickt mir eure Replays. Ich würde mich sehr freuen. Euer Alcaramba.